So, hier sind wir wieder. Das war fast. Fast hättest du. Ich aktiviere ihn, wenn ich eine gute Verteidigung habe, den Countdown. Obwohl, das bringt jetzt eigentlich auch nicht mehr. Obwohl. War das, was ich gerade gesagt habe, noch drin im Video? Ich hab's Gott sei Dank übertönt. Sag mal früher, wenn du wieder anfängst. Sonst höre ich noch was über mein Privatleben oder Ja, ich habe ja so. gesagt. Und da habe ich dann noch Pampers getragen. Mit 8 habe ich noch Pampers getragen. Hey! So. Gut. Jetzt habe ich letzter Countdown aktiviert. Die Zeit drängt wieder für ihn. Oh, das sieht schön, so schön aus, die Karte, gell? Wunderbar. Mit kaum mehr Handkarten. Dann, dann. Vielleicht kann ich jetzt Destiny Draw machen. Aber nur vielleicht. Das wäre schön. Was ist als Destiny Draw festgelegt? Ziemlich viele Blitzeinschlag. Nee, geht doch nicht. Oh, das ist. Du musst mich warnen. So, jetzt pass Oh auf. nee, Ganz langsam. ey. Dieser Penner. Ganz langsam. 2000 würde ich mal sagen. 2000, ja, bin ich auch dafür. Kriegst sowieso wieder Lebenspunkt dazu in der Zeit, wenn Obwohl, du dann es könnte ich aber machst. auch gleich 3000 nehmen, wenn er seinen hässlichen Goblin nochmal beschwört. Ja, stimmt auch wieder. Aber, ich weiß nicht. Komm, das Risiko gehen wir ein. Okay. In der Zeit wird er eh nicht angreifen können und dann kriegst du wieder 500 dazu. Ja, und meine Monster sind in Verteidigung. Genau. Ey. Okay, jetzt muss ich's machen. Obwohl, jetzt muss er erstmal ein Monster ziehen. Ja, siehst du? Dachte ich mir doch. Ich muss 3000 opfern. Hier hast du nicht mehr zum Opfern. Ach so, jetzt. Du hast ja noch Okay. Platz. Okay, ganz ruhig. Ruhig. 3000, gut. Nichts drücken. 3000. So. Oh, ist brav. Nein, Spaß. Hoffen musst du die nicht irgendwie zerstören, dann bist du direkt am Arsch. So, jetzt habe ich eine Wand aufgebaut. Und mein letzter Countdown läuft für ihn. Destiny Draw! Besser kann es nicht laufen. Und es geht. Gut. Wie schön das ist. Und, cool. Und ich kann seine Feindkarte dann noch zerstören. Puh. Alter, jetzt wird's kritisch. Noch 800 Life Points. Aber du kriegst jetzt wieder dazu, von daher. Und er wird kein Monster haben, was über 3000 Angriffspunkte verfügt. Was bringt denn das denn jetzt, wenn das... Das weiß kein Mensch. Endphase wahrscheinlich einfach. Ach so, jetzt aktiviert Ach sich gut. hier. Ah ne, doch nicht. Nur wenn sie angreifen. Das hat es irgendwie überhaupt nicht gebracht. Ach so, aber vielleicht wollt ihr es nicht verdeckt legen. Gut, jetzt habe ich mal wieder ein paar Life Points. Jetzt beschwöre ich mal meinen Hayabusa-Ritter. Also feierliche Wünsche ist eine richtig gute Karte. Gell? In meinem Deck ist sie gut eingebaut, weil da in meinem Deck opfer ich ziemlich viele Life Points, wie man sehen kann. Ich greife aus Sicherheit mit jemand, falls er magischer Zylinder oder sowas haben sollte. Und jetzt kann ich sogar nochmal direkt angreifen, Leute. Wie schön das doch ist. Seine zwei eigentlich, glaube ich, stärksten, oder einer seiner zwei seiner stärksten Monster zerstört. Und noch zusätzlichen Schaden angerichtet. Und seine Fackel Er hat zerstört. keine Karten auf der Hand. Besser kann es nicht laufen, meine Damen und Herren. Gut, jetzt ist äußerste Vorsicht geboten. Jetzt können wir eigentlich auch defensiv spielen.
ich riskiere mal einen Angriff mit meinem Hayabusa. Ah, dachte ich mir schon. Was ist das für eine Karte? Gut, die werde ich dann im nächsten Part, im nächsten Zug zerstören. Aber das ist auch wieder eine gute Karte. Warum hat er die? Wieso? Was ist daran gut? Deck. Echt? Ah. Oh, als Fusion, ja. Beliebige. Stell dir vor, du hast Elementarheld Neos. Du kannst ihn als Regenbogendrachen wählen. Großer Clown. Ja, ach so. Dann kannst du den Regenbogen Neos mit 4400 zum Beispiel Fusionsführung holen. Ach, du kannst ihn als irgendein Fusionsmonster nehmen. Ja. Und zum Beispiel sehr heftig. Zum Beispiel Sparkman mit dem und dann kannst du glänzender Flügelmann. Das ist ja mal krank. Hey, das ist ja heftig. Sparkman mit dem und glänzender Flügelmann. Oder König des Sumpfes zum Beispiel. Auch richtig gut. Also in Fusionsdeck sind die Weltklasse. Stimmt eigentlich, Fusionsdeck kann ich mir auch mal machen, aber das ist mir irgendwie ein großer Aufwand. Ich freue mich schon auf Synchros. Die haben irgendwie Synchros ziemlich einfach zum Beschweren gemacht, gell? Du brauchst einfach nur ein paar Empfänger in deinem. Aber haben sie sich auch gut ausgedacht mit Empfänger und nicht Empfänger? Boah, ich wollte schon den Spielzug beenden. Aber kann ja nochmal angreifen. Ja, vergebt mir meine Fehler. Gut geworden. Hast du ja so gut wie geworden. Aber lobe den Abend nicht für den Tag. Obwohl, das habe ich letztes Mal auch gesagt und dann. Oh, eine Feinkarte, das ist ziemlich verdächtig. Plündernder Hauptmann, den ich aber, ja, den ich in Ver oder warte mal. Den ich aber in Verteidigung setzen werde, jetzt fragt euch bestimmt wieso, weil man weiß ja, dass ein paar Slifer nicht eine Spielkraft haben. Und wenn der jetzt Spielkraft einsetzt. Ah, Fluch des Anubis. Toll. Ja, genau. Sowas meinte ich zum Beispiel. Schau, und dann habe ich noch. Was? Schau mal, wir haben gleich viele Life Points. 2200, 2200. Aber immerhin haben wir ja auch noch den letzten Countdown, den guten letzten Countdown. Das ist der Plan B. Und er hat nur eine Karte. Und die setzt er. Und er hat noch 3 Runden Zeit. Also wie viel er der Counter schon gebracht hat bis jetzt. Unglaublich. Gell? Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht so gedacht. Ich fand die Karte zwar immer gut, aber deine Reaktion war nicht so toll auf die Karte, dass ich sie dreimal rein tue, gell? Also entweder tut man sie dreimal rein oder gar nicht. Ja, das stimmt aber auch. Ende lande ich noch ganz unten auf deinem Deck. Ja. Oder auch mittendrin einfach und dann bringt sie es dir auch nicht mehr. Die musst du so gut wie am Anfang ziehen, weil da hast du noch die meisten Life Points. Weil es ist ja schon, dass du immer dir mehr erlaubst, je mehr Life Points du hast. Und da passt du halt dann einfach schon von Anfang an auf, aber hast eine gute Karte parat. Plan B sozusagen. Aber ich meine immerhin. Was soll ich jetzt sagen? Wir gewinnen. Keine Ahnung. Counter. Aber feierliche Wünsche ist eine gute Kombo mit denen, mit der Wand und letzter Countdown. Tja, das bringt dir nur leider nichts mehr, dass du eine schöne Verteidigung aufbaust. Sie könnte auch durch 5 große Labyrinthe. Kennst du die? Ja. Durch 5 Schicksalshelden, wie heißt dann noch, Defender verdeckt sein, es würde dir nichts bringen. Er muss ja eigentlich auf Angriff spielen, nicht auf Verteidigung. Ja, eben. Ja, aber kann er auch nicht machen, wegen meiner Wand. Ja, er hat einfach zu schlechte Karten, er ist zu schlecht. Ja, er hat einen Fehler gemacht und kein mystischer Raumtyphon oder sowas. Oder schwerer Sturm, weil er wahrscheinlich immer verliert und deswegen keinen DP-Punkt, also keinen DP hat. Ich wollte schon sagen, DP-Punkte.
Ja, damit haben wir gewonnen. Duellpunkte, Punkte. Und wieder mal durch letzter Countdown, Freunde. Aber es gibt einen kleinen Bonus. Genau. Ach, bevor ich es vergesse, jetzt kommt ja Ja, wollte ich auch. Anzeige Ja, wollte ich, Mutation. habe ich mir auch gerade gedacht. Und schöner Hintergrund wieder, wo man alles abschlachten sieht. Du gewinnst. Alter, das ist schon der dritte Land, den wir durch letzter Countdown besiegt haben. Wir sind echt fies. Also, Duellantenbonus. Boah, der ist ja viel höher als bei Tech Force 1. Echt? Aber das Höchste, Was was wir bringt kriegen denn können, der? ist 200. Ach so, ah. Und da Aber das kriegst du ist beim mehr. Slifer schon 264 oder was ich auch immer gerade bekommen habe. Da muss man gegen Obelisk antreten, da kriegst du bestimmt 400 oder so. Nur Ja. als Duellantenbonus. Du bist wirklich gut. Lass mal wieder ein Duell machen. So Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn Zane uns wieder aufweckt. Bis dann, ciao. Tschö. Ah, warte mal. Wir gucken mal noch. Panic Level 14 sind wir. 32 Siege, 2 Niederlagen. Na, okay, ciao.